Es ist ein Makrohart-Reinigungsroboter. Mit Trademark. Es ist ein Makrohart-Reinigungsroboter. Bumpes goldene Scheibe für Daddy tanzt auf seinem eigenen Grab. Es ist kaum zu glauben, dass diese Platte ein Millionenerfolg wurde. Schnupftabak-Blues. Okay, gehen wir erstmal in diese Richtung. Hier hängen viele tote Tiere. Das ist Conroys erste Gitarre. Man sagt, er lernte 2 Wochen lang intensiv die Gitarre zu spielen, sah ein, dass er zu doof dazu war und mietete sich eine Begleitband. Diese Geschichte erwärmt mein Herz. Das tun Verkehrsunfälle auch. Wow, sieh dir nur all diese Trophäen an. Ich glaube, dieser Knilch versucht, seinen Mangel an Größe zu kompensieren, Sam. Und außerdem habe ich viel mehr Trophäen als er. Es ist ein Porträt von John Muir. Wer zum Teufel ist John Muir? Wer John Muir ist? Hey, Jungs, dieser Wicht weiß nicht, wer John Muir ist. Das ist nicht dein Ernst! Was für ein Hinterwäldler! Was für ein Einfallspinsel! Sam, die toten Tierköpfe sprechen zu mir! Wo? Die dort oben! Nun? Aber... Du solltest wirklich keine Scherze über tote Tiere machen, Max. Aber... Ach komm schon, lass mich. Ich bewundere gerade dieses Porträt von John Muir. Aber wer ist John Muir? Willst du das wirklich wissen? Wenn ihr aufhört zu sprechen, ja. Okay, stimmt ein, Jungs. Es gab mal einen Mann, der nannte sich John Muir. Naturforscher war er, von allen geliebt. Er lebte in Wald und Flur. Er schützte die Bestien, ob groß oder klein. Er packte fest zu, war sich selbst nie zu fein. Seine Liebe zu Tieren im Allgemeinen. War unumstritten und pur. Ja. Ein umwerfendes Porträt von John Muir, dem berühmten Naturforscher. Sieh, das sind Gemälde von Trophäen. Originaltruhen, Imitation im amerikanischen Stil. Absolut nicht nützlich. Eine wundervolle Ergänzung für Ihre Imitationssammlung. Teleshop. Ja. Mit Sicherheit. Das heißt, man kann da nichts rausholen. Da ist nämlich nichts drin, weil man nichts reinpacken kann, weil es keine echte Truhe ist, sondern eine Imitation. Naja, halt, wir wollten noch weitergehen. Nämlich hier rein. Bumpus ist es stolz, Ihnen den Meister der Melodie zu präsentieren. Den König des Country, Mr. Unterhaltung, Conroy Bumpus. Ja? Ich hasse Varieté-Vorstellungen. Western Star.
Danke, danke. Hier gehört, Conroy Bobbes hat das Gebäude verlassen. Ja. Es sind Bruno und Trixie. Hey, Trixie. Hey, Bruno. Ja, die werden elektroschockt. Für mich sieht das wie ein Schlüsselloch aus. Und ja, wenn wir gehen, um den beiden zu helfen. Uh-oh. Was im Namen von Jethro Clampett geht hier vor? Au! Das kitzelt! Du sollst mich los... Hilfe! Ei. Und bleib draußen! Ja. Also wir kommen nicht so leicht an die beiden ran, weil ein Sicherheitssystem im Weg ist. Ist aber auch kein Problem für uns. Wir können erstmal hier reingehen. Hey! Besuchern ist es nicht erlaubt, Mr. Bumpus hypermoderne Virtual Reality Anlage zu benutzen. Okay. Abschaum. Also solange er da ist, können wir das Ding nicht benutzen. Das ist Conroys etwas doofer Handlanger, Lee Harvey. Ja, kein Kommentar von dem. Kenne ich dich nicht? Keine Ahnung. Warst du mal im Pensacola-Zeltlager für schwer erziehbare Kinder? Nein. Nun, dort habe ich fast die ganzen letzten 10 Jahre verbracht, also wüsste ich nicht, woher wir uns kennen sollten. Oh. Was liest denn da? Dialenix von Elrod Hubble. Es verändert mein Leben. Dass gerade der sowas liest, hä? Du bist wirklich der geborene Angestellte. Jo, das bin ich. Geboren. Na, ganz hell ist er nicht. Wir schauen uns selber mal so ein bisschen um. Brauchst nicht aufzustehen. Fein. Wie ist dieser Conroy Bumpus wirklich? Hat er irgendwelche unergründete finstere Geheimnisse, die wir für viel Geld veräußern könnten? Max. Hey, erweist Mr. Bumpus mal ein bisschen mehr Respekt. Er hat mich aus dem Jugendlager geholt, bezahlt mich äußerst großzügig mit $4,75 pro Stunde, brachte mir bei, Swahili zu sprechen, spendete ein Gorillaherz für die Operation meiner Schwester und außerdem singt er ganz passabel. Ja. Wie kann man nur so standhaft bleiben und für jemanden arbeiten, der so harmlose Bestien wie Bruno den Yeti drangsaliert? Ich glaube, das liegt an meinen schweren Stiefeln. Er hat dich eiskalt erwischt, Sam. Punkt für ihn. Hast du keine Zweifel an deiner Aufgabe, wenn du so harmlose Missgeburten wie Trixie jagst? Ich hatte, aber dann schluckte ich ein paar Aspirin. Soll helfen. Also ja, die Texte sind teilweise immer noch ein bisschen krass. Wofür ist diese Virtual Reality Anlage gut? So wie ich das verstanden habe, benutzt Mr. Bumpus ein ausgeklügeltes Virtual Reality Szenario in Verbindung mit dem Sicherheitssystem der Villa. Das ist ja teuflisch. Der Teufel, der Teufel! Yo,
Manchmal lässt Mr. Bumpus mich mit der Anlage spielen und ich denke dann, ich wäre 100 Meter groß und alle anderen sind nur Ameisen und ich zerquetsche und zerquetsche und zer... Wir können uns ein Bild davon machen. Okay, wir müssen also irgendwie an die Anlage ran. Bleib sauber, Junge. Gut. Letztes Zimmer. Wow, es ist das Monster-Truck-Wochenende. Wie immer sonntags. Sonntags! Sonntags. Okay, ich habe mich jetzt von dem Schock erholt. Ich nicht, aber ich bin sicher, dass meine kindliche Naivität das überstehen wird. Genau, wähle dich gerne im Monster-Truck-Bett mit Rolltreppe. Nur Schafe schlafen. Ach, dafür muss ich hier hochfahren. Es sieht wie das offizielle Makrohard-Reinigungsroboter-Handbuch aus. Wenn ich nur ansatzweise dazu geneigt wäre, mich ein wenig zu strecken, dann könnte ich es vielleicht erwischen. Ja. Aber ich bin sicher, dass ich auch auf bequemere Weise ans Ziel kommen werde. Mhm. Es ist ein Kopfkissen und... Wow, da ist überall Wunderhaarwuchswasser drauf. Ja, das können wir schon mal mitnehmen. Beiseite packen, genauso wie den da. Die packen... Diese Dinge kann man nicht... Den packen wir mal da oben hin. Den brauchen wir nämlich eigentlich auch nicht mehr. Die Golf... Diese Dinge kann... Brauchen wir auch nicht mehr. Den können wir mal da runterpacken. Ich sortiere mal ein bisschen. Die brauchen wir noch, die brauchen wir noch, das brauchen wir noch. So, das Ding brauchen wir jetzt, um an das zu kommen. Was machst du da? Lehn dich zurück und lass dich faszinieren. Zuerst nehme ich den Becher von der Golfballzange. Flop. Hups. Ja, 15 Stunden später. Alles gefunden, was du wissen wolltest? Ich hoffe. Ich habe mich in dem Kapitel Fehlerbeseitigungen nicht mehr konzentrieren können. Ja. Gut. Es ist ein Toupet von Conroy. Ja, wenn wir das nehmen wollen. Ah-oh. Hier schon wieder. Da geht die Alarmanlage los. Hey! Das tut weh! Lass mich los! Ich! Und bleib draußen! Ich glaube, das war nicht gerade der beste Versuch, das Toupet zu erlangen, Sam. Ja. Das Toupet wollen wir auch nicht. Eigentlich wollen wir warten, dass... Mal gucken, wo ist der Reinigungsbot gerade? Da ist er.
Das ist ein völlig... Jetzt, wo ich den dicken Wälzer Intus habe, kann ich mit dem Roboter machen, was ich will. Ich bin beeindruckt. Das war noch gar nichts. Schau dir das an. Helft mir, Sam und Max. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Star Wars Anspielung? Dass du immer nur Flausen im Kopf hast. Entschuldigung. Das hier könnte nützlicher sein. Ja, das ist ein Gehirn. Und hier sieht man, welche Zimmer er putzen darf. Welche nicht. So, und wer weiß, dass er nur dieses Zimmer putzt? Es sieht nicht so aus, als ob der süße kleine Roboter seinen neuen Anweisungen folgen möchte, Sam. Ich werde ihm eine süße kleine Chance geben. Da geht er hin. Ich platze fast vor Neugier. Ich wusste doch, dass ich etwas gerochen habe. Was zum... Wie pavlovianisch. Das musst du gerade sagen. So, jetzt, sollten wir uns beeilen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Zeitlimit gibt oder nur ein ich verkacke. Ist furchtbar. So, jetzt können wir nämlich in Ruhe die Virtual Reality benutzen. Das ist Virtual Reality? Ich glaube, mir wird schlecht. Ja, das ist wirklich Virtual Reality. Was für ein schlampig polygonisiertes Schwert. So, dann ziehen wir mal dieses Schwert raus. Und reißen Wechselstücke. Plupp. Und da kommt der Drache. Ein klobiges, schwebendes Drachenherz. So eins habe ich auch zu Hause. Hinterfragen wir nicht, warum er das hat. Jetzt greifen wir das Herz rein und kriegen einen Schlüssel. Und? Ich bin jetzt der Schlüsselmeister. Hast du zufällig auch einen Zahn gefunden? Ich weiß zwar nicht, was ihr Wichte vorhabt, aber ich will, dass ihr verschwindet. Sofort! So, und mit dem Schlüssel können wir jetzt das Schlüsselloch benutzen. Zur Kirmes mit euch. Ich habe moralische Bedenken, Bruno zurückzubringen. Ich nicht. Lass uns gehen, du riesiger Fellhaufen. Bleib von ihm fern, du Untier. Ich bin kein Untier. Ich bin zwar ein blutrünstiges, aber liebenswertes Häschen. Also, ich werde nicht zur Kirmes zurückgehen und ich komme schon zu spät zu einer Party. Ach ja, die E.T.-Party. Wo findet sie denn statt?
bei Evelyn Morrisons Savage Jungle Inn im malerischen Half-Life, Nevada. Nur für Yetis. Und ihre Begleitungen? Ohne Ausnahme. Lass uns gehen. So, wir haben einen neuen Standort in Nevada. Wir können auch hier nicht mehr viel machen. Also gehen wir mal raus. Ah, das mit dem Froschwesen hat jetzt viel Zeit gekostet. Das können wir noch ein bisschen weitermachen. Aber ja, leider müssen wir hier mal wieder speichern. So, kurz gucken. Hat er das genommen? Ja. Das heißt, hier gibt es dann mal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Abschnitt. Also, bis dann.